Ja, besten Dank, Matthias. Ich mache es ganz kurz, weil Sie haben ja sicher alle einen langen Arbeitstag hinter sich und viele auch noch einen nicht ganz so nahen Heimweg wie wir Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Zuerst möchte ich mit dem Danke-Sagen beginnen. Ich beginne bei meinem Co-Präsident-Kollegen Christian Wasserfallen. Besten Dank, Christian, für die Übernahme des ersten Teils, der Begrüßung. Dann möchte ich aber auch Matthias Stürmer ganz herzlich Danke sagen. Ohne unseren Geschäftsführer gäbe es PAL-Digi nicht. Dann möchte ich mich aber auch bei allen Referierenden bedanken. Herr Sibilia, besten Dank für Ihre Inputs aus Sicht der Armee, wie Sie Cyber sehen. Dann war schade, dass wir Herrn Klaus von Melanie nicht länger hören konnten. Viele von Ihnen wissen aber bereits, dass Melanie ein ganz wichtiger Beitrag zur Cybersicherheit in der Schweiz leistet, vor allem aber auch für die Wirtschaft. Die Firmen können sich bei Ihnen melden, wenn Sie etwas feststellen. Und da möchte ich Ihnen auch ganz herzlich danken. Dann Volker Birk. Mit ihm hatte ich kürzlich das Vergnügen, bereits auf einem Podium miteinander aufzutreten. Er lacht jetzt. Ich war dort zusammen mit einer Vertretung vom Nachrichtendienst und durfte die Politikvertreter, der Herr des Nachrichtendienst hat immer so zu mir herübergeschaut und gesagt, eigentlich müsste ich doch die Rüffel von ihm einstecken und nicht Sie als Politikerin. Aber wir hatten eine spannende Diskussion und ich freue mich, wenn wir diese weiterführen können. Ich glaube, das Spannungsfeld ist klar. Wichtig ist, dass wir jetzt sensibilisiert sind. Es ist ein wichtiger Bereich und ich bin natürlich auch gespannt, wie wir dann in der Sicherheitspolitischen Kommission mit der Weiterentwicklung der Armee die Positionierung des Cyberbereichs zusammen angehen können. Dann denke ich auch, die nationale Strategie zum Schutz vor Cyberrisiken ist ein ganz wichtiger Bereich, in dem eben die verschiedenen Akteure zusammengeschlossen sind und nicht ein Hauptakteur tätig ist. Es ist ja auch wichtig, dass diese nationale Strategie, die ist beim Finanzdepartement angesiedelt. Zu Beginn war sie beim VBS und dann hat man einfach gemerkt, die Akzeptanz in der ganzen Bevölkerung ist größer, wenn man das Kind vom VBS wegnimmt, aber das VBS seinen wichtigen Teil dazu beiträgt. Ja, dann kann ich auch Herr Birk beruhigen. Eben, wir sind im Parlament dran, das sogenannte BÜPF und das Nachrichtendienstgesetz zu beraten. Wenn alles gut läuft, kommt das Nachrichtendienstgesetz in diese Session. Wir sind uns sehr bewusst, dass diese Randdatenregelung ein wichtiges Thema ist. Wir haben, das kann man auch hier offen sagen, in allen Fraktionen unterschiedliche Haltungen. Für mich persönlich steht im Vordergrund, ich will keinen Schnüffelstaat mehr, aber ich möchte unseren Behörden und unserem Nachrichtendienst auch die nötigen Mittel zur Verfügung stellen, weil das Verbrechen leider nicht nur im öffentlichen Raum stattfindet, zum Teil halt auch im privaten Raum. Aber das wird die große Herausforderung sein. Was ist mein Fazit jetzt daraus? Ich glaube, zentral ist, dass wir uns bewusst sind, es ist nicht mehr wie früher, als die Armee vor allem davon ausgehen musste, der Feind kommt vom Osten über die Grenze. Im Cyberbereich wissen wir nicht, woher er kommt. Wir müssen gewappnet sein, wir müssen sensibilisiert sein, wir müssen miteinander sprechen. Aber wir wissen auch, dass die Daten, die wir zur Verfügung stellen, dass Google, Facebook etc. wohl gratis sind, aber unsere Daten dafür im Einsatz sind. Und das ist die Herausforderung, wie gehen wir mit dieser Thematik um? Und ich möchte das eigentlich gerne in unsere parlamentarische Gruppe aufnehmen, dass wir uns auch politisch nicht punktuell nur mit einzelnen Themen befassen. Also ein Beispiel ist, wenn zum Beispiel im pädophilen Bereich etwas passiert, dann schreien alle laut auf, wir müssen schärfere Gesetze haben. Ich glaube, wir müssen den Hauptfokus generell auf die Internetpolitik richten. Wir haben Internet seit 25 Jahren, es sind nicht nur Gutmenschen da drin tätig.
der Bereich des Datenschutzes muss geregelt sein, die Privatsphäre muss geregelt sein. Und deshalb, glaube ich, ist es unsere Aufgabe, hier im nationalen Parlament uns Gedanken zu machen, wie wollen wir generell eine Internetpolitik gestalten, wo braucht es Leitplanken und wo funktioniert es im Moment. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein Gutes beim Dessert wünschen und diejenigen unter Ihnen, vor allem die Parlamentskolleginnen und Kollegen, die noch nicht genug haben von unseren Themen, kann ich bereits zur nächsten Veranstaltung einladen. Herr Birk lacht, Sie sehen ihn dort wieder. Wir haben am 9. Dezember das Thema elektronisches Patientendossier traktandiert und ich kann Ihnen garantieren, dort ist eine Frau auf dem Podium, Salome von Greyerz vom Bundesamt für Gesundheitswesen. Sie hat das elektronische Patientendossier maßgeblich mitgeprägt. Und in diesem Sinne bedanke ich mich im Namen der parlamentarischen Gruppe PALDIGI ganz herzlich für Ihr Interesse am heutigen Abend. Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie von so weit angereist sind und heute bei uns sind. Das schätzen wir wirklich sehr und wir freuen uns auf den weiteren Austausch mit Ihnen. Ich bin überzeugt, es gibt noch viele Themen, die wir gemeinsam angehen, über die parteipolitischen Grenzen, im Sinne der Sache und im Sinne der Bevölkerung. Besten Dank und kommen Sie gut nach Hause.